So, jetzt hören wir genau zu. Du hast deine Strafe jetzt verdient. Und zwar wirst du jetzt mehrere Jahre hier im Gefängnis bleiben. Und dass du mir hier nicht wieder rauskommst. Was? Ich will nicht. Und ob du jetzt hier drinnen bleibst, du hast genug Leute ausgeraubt. Wenn du jetzt irgendwelche Anstalten machen solltest, bis der Richter irgendwas gesagt hat, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Nein, Manu. Und jetzt bin ich im Gefängnis. So ein Mist. Warum habe ich mich da bloß drauf eingelassen? Und jetzt bin ich schon wieder alleine. Alles habe ich verkehrt gemacht. Guten Tag, mein Herr! Nanu? Oh, Moment. Dich kenne ich doch. Lebst du nicht auch im Paradies? Ja, Vogel heiße ich. Und was machst du hier? Ja, wo das sieht denn aus? Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Um mich zu befreien? Ja, sicher das. So was machen Freunde doch. Aber ich hätte das nicht machen müssen, wenn du nicht so dumm gewesen wärst und hättest Draco und der Schlange vertraut. Das war ein großer Fehler. Ja, das weiß ich ja jetzt auch. Und außerdem war es unnötig. Gott wollte dir eine Partnerin machen. Sogar Draco sollte eine bekommen. Doch da hat er den siebten Tag eingeläutet. Und am siebten Tag musste er sich auch einmal ausruhen. Ach so. Aber du bekommst eine Partnerin noch. Gott hat dich nicht vergessen. Was jetzt allerdings mit Draco wird, weiß ich nicht. Gott hat auch einen Plan, um der Schlange ihre gerechte Strafe zukommen zu lassen. Doch zuvor müssen wir dich hier rausholen. Durch das Loch in der Wand, was ich als Eingang benutzt habe, wirst du logischerweise nicht passen. Aber vielleicht kriegen wir ja die alte Zellentüre zusammen aufgedrückt. Zusammen schaffen wir das bestimmt. Hab keine Angst, alles wird gut. Ja, du hast recht. Also gut, dann versuchen wir unser Glück. Hau. Und jetzt? Jetzt geht's zur Ruine der Schlange. Meinst du das wirklich? Jo, Gott hat ja nämlich einen Plan. So, und wie geht's jetzt weiter? Wir verstecken uns hinter der Ruine und warten ab, was passiert. Keine Sorge, das wird schon. Ja, hoffentlich. Sicher das, der Plan kommt von Gott. Ja, na dann. Dann lass uns mal. Das hat ja prima funktioniert, nicht wahr, Draco? Hast du diese tollen Neuigkeiten auch mitbekommen? Wenn du die Neuigkeit meinst, dass der Gepardenbär jetzt im Gefängnis ist, ja, habe ich. Ist das nicht schön? Nun ja, also, ich weiß nicht so ganz. Also, ich finde es irgendwie verkehrt. Was sagst du da? Bereust du etwa, was du getan hast? Es war gut. Es war meine Idee. Also war es das Beste, was es geben kann. Stehlen ist gut und Gott hintergehen ist noch besser. Nee, das glaube ich nicht. Was? Soll das etwa heißen, dass du mir auf einmal mal in den Rücken fällst? Ja, ich habe erkannt, dass das, was ich getan habe, dass das falsch war. Ach, jetzt auf einmal? Na, warte du! Hey, stopp! Oh, jetzt gibt's Ärger. Richtig. Was sollte das mit dem Gepardenbär? Nun, ich wollte dir eine auswischen. Und mit Draco? Ja, ich wollte dir noch eine auswischen. Draco, auf welcher Seite willst du nun sein? Auf deiner. Ich habe eingesehen, dass ich's verkehrt gemacht habe. Und es tut mir leid. Hey, du bist mies und gemein und hinterhältig. Nein, hinterhältig bist du, Schlange. Also hör zu. Ich kann nicht nur Draco verzeihen, sondern auch dir.
sofern du es möchtest. Aber es muss von dir kommen. Was? Ich soll mich bei dir entschuldigen? Wenn du willst und es einsiehst. Wenn du einsiehst, dass du einen Fehler gemacht hast. Niemals! Lieber will ich im Höllenfeuer verbrennen und lodern und hinab in die Hölle fahren. Nun gut. Hey, was soll das? Nein! Das Feuer kann mir nichts anhaben, aber dir. Du hast es so gewollt. Nein! So, nun ist es vorbei. Wir haben gesiegt. Gepardenbär, ich weiß, dass du und Vogli hier in der Nähe seid und mich hören könnt. Komm her. Hallo Gott. Nun, Gepardenbär, erstmal möchte ich sagen, es tut mir leid. Ich hätte es dir auch sagen können, dass der 7. Tag mein Ruhetag ist. Naja, ich habe ja auch Fehler gemacht. Mir tut es auch leid. Nun, wenn ja jetzt alles wieder in Ordnung ist, dann möchte ich dir was sagen. Aha, und was? Dir und Draco habe ich Partnerinnen gemacht. Hoffentlich gefallen sie euch. Nanu? Wo ist Gott denn jetzt auf einmal hin? Aber was hat er gesagt? Hey Draco, wir bekommen alle beide Partnerinnen. Ist das nicht toll? Oh ja, da bin ich mal gespannt, wie die aussehen. Hallo ihr zwei, ich bin Doro. Schön, euch endlich kennenzulernen. Und mein Name ist Bertha. Freut mich auch wirklich sehr. Also Gott sagte zwar, dass ihr toll ausseht, aber dass ihr so toll ausseht, hätten Bertha und ich nie gedacht. Aber genug von uns. Was haltet ihr davon, wenn wir den restlichen Tag ausnutzen und was Schönes unternehmen? Ah, das klingt gut. Zu viert kann man bestimmt was Schönes machen. Ja, dann zeigt uns doch erstmal die Gegend hier. Wir kennen uns ja noch gar nicht aus. Na, dann kommt mal mit. Nanu, da drüben liegt ja Stroh. Ja, wer weiß, wofür das gut sein soll. Ha! So wurde dann doch noch alles gut. Und die Geschichte bekam auch ein lustiges Ende. Zumindest für die, die es verstanden haben. Das war's also. Also dann bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüssikowski! Ey, Cola, du sag mal, was ist denn jetzt? Was soll sein? Die Geschichte ist zu Ende. Ach so, ja, das macht Sinn. Na, dann werde ich mich jetzt mal auch hinlegen. Deine Müdigkeit steckt an. Also dann, gute Nacht. Hallo Leute, ich bin's nochmal. Euer Koala Bär Cola. Ja, ein Paradies oder einen Garten Eden, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Darum richte ich mich jetzt an euch Menschen. Denn ein Zusammenleben, wie in einem Paradies zwischen euch Menschen und uns Tieren, ist nur möglich, wenn wir alle an einem Strang ziehen und keiner versucht, den anderen auszurotten. Alles klar? Okay, ich wünsche euch was. Lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen und schlaft eine Runde. Ich mach's jetzt schon mal vor. Gute Nacht.